In wenigen Tagen ist es wieder soweit. Der erste Advent wird eingeläutet und mit ihm der Beginn einer besinnlichen Zeit. Doch nicht für Bernd Groh und seinen Sohn Renny. Für die beiden Geschäftsführer des Pulverlackierzentrums in Zwickau ist das die stressigste Zeit des Jahres. Denn neben sämtlichen Bauteilen wandert zusätzlich auch ihr Exportschlager durch die Pulverbeschichtungsanlage. Die Motive für die Schwibbögen sind keine von der Stange, sondern alles Eigenkreationen. So eine Entwicklung dauert schon so ein halbes Jahr, 6 Monate mit den verschiedenen Entwicklungsstufen. Sicherlich auch zeitlich und finanziell ein großer Aufwand dahinter. Unsere Motive sind sehr, sehr aufwendig, vielleicht sogar die aufwendigsten am Markt. Also gerade das Motiv Zwickau oder Vogtland hat ja über 500 Lasereinstiche, was dann diese ganzen Details in den Motiven ja besonders hervorhebt dann. Im Dreischichtsystem kommen die 12 Mitarbeiter in der Produktion kaum hinterher. So groß ist die Nachfrage. Gewünscht sind neben den traditionellen Motiven auch Sonderanfertigungen. Wie dieses Exemplar, das ein Kunde an der Ostsee unbedingt haben wollte. Nachdem Zwickau und das Vogtland nun schon verewigt sind, hat René Groh noch jede Menge Ideen im Schreibtischkasten liegen, die verwirklicht werden sollen. Es fehlt noch Leipzig. Ich würde gerne einen Thüringer Schwibbogen machen im nächsten Jahr. Ich würde gerne einen für Berlin machen, für die Hauptstadt, einen Berliner Schwibbogen. Und das ganz große Endziel wäre eigentlich mal einer für New York, um dann irgendwann vielleicht auf dem amerikanischen Markt Schwibbögen zu verkaufen. Die Schwibbögen für Garten, Hof oder Balkon sind in verschiedenen Größen erhältlich. Der breiteste misst 3 Meter. Sie können je nach Belieben in verschiedenen Farben gestaltet werden. Rost kann ihnen aufgrund einer Grundierung nichts antun. Für die Traditionsbewussten gibt's die Schwibbögen aber auch fürs Wohnzimmer. Ganz klassisch in Holz und kleiner als ihre Brüder aus Stahl. Wem der Weg nach Zwickau in die Krimmetschauer Straße 47 zu weit ist, die Schwibbögen können auch geliefert werden. Ein Online-Shop macht's möglich.